Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Jambo nicht ganz live. Wir senden hier nochmal aus Suwon in der Nähe von Seoul, aber tatsächlich senden wir, ihr werdet es merken, nicht live heute, sondern haben hier eine Aufzeichnung. Wir sind aber hier und haben nochmal etwas vorbereitet, ein Jambo Live Spezial. Nachdem wir schon unsere ganzen Hauptbereiche eigentlich hier abgedeckt haben, fehlt noch ein sehr großer. Neben mir sitzt der Flo vom Foodhouse. Ihr habt auf diesem Jamboree ein wirklich sehr, sehr großes Schwarzzelt aufgebaut. Black Magic, ein deutsches Foodhouse, habt deutsche Kulinarik mitgebracht. Ich würde um den Leuten, sind ja viele Eltern vor allem, die unser Format so anschauen, vielleicht einfach mal erläutern und von ganz von vorne anfangen. Flo, wie bist denn du da reingerutscht, so ein Foodhouse zu machen und wie habt ihr gestartet? Also im Endeffekt bin ich über die KL angesprochen worden, über die Kontingenzleitung. Ich habe in der Vergangenheit schon mit der Lou gemeinsam ein Café auf einem unserer Großlager mal gemacht. Da kannte sie mich oder wir kannten uns schon sehr, sehr viele Jahre. Und es wurde so die Frage an mich herangetragen, hast du Bock, willst du ein Foodhouse machen? Vielleicht auch so generell die Fragestellung, was ist überhaupt so ein Foodhouse auf dem Jamboree? Wir haben auf dem Jamboree immer unterschiedliche Programmbereiche und einer dieser Programmbereiche ist seit einigen Malen jetzt auch immer so eine Art Food Festival, an dem den unterschiedlichen Nationen die Möglichkeit gegeben wird, entsprechend die Kulinarik und so die Teile der Kultur und so der Pfadfinderei darzustellen und das haben wir wahrgenommen. Wie lief das Ganze ab? Im Endeffekt kam irgendwann so diese Frage auf und ab dem Moment habe ich mir Gedanken gemacht. Und gedacht, hast du da Bock drauf? Was könntest du denn dann machen? Und dann ging halt so das Hirn los und das Geratter los und dann war eigentlich die Entscheidung im Kopf gefallen, aber kommuniziert war sie noch natürlich nicht und irgendwann so eben, das war März, April letzten Jahres, war dann klar, okay, alles klar, ich mache das und hatte im Endeffekt kaum Restriktionen und kaum Guidelines von der KL, sondern mehr oder minder, mach, was du willst, schau, dass ungefähr die Größe kommuniziert ist und es muss halt alles Hand und Fuß haben. Und mein Konzept war, wir starten erstmal von der Denke groß, kleiner skalieren geht leichter wie größer skalieren. Und genau, dann ging das Ganze los. Ich erinnere mich dran bei letzten Jamborees, dass es immer wieder Thematiken gab, was so Schwarzzelte angeht. Dürfen wir überhaupt unsere Schlafzelte, dürfen wir die überhaupt aufbauen? Mhm. Weil viele andere Pfadfinderverbände, die kennen das natürlich gar nicht und die können nicht einschätzen, ob das jetzt feuerfest ist oder nicht. Wie war das bei euch? Habt ihr lang bangen müssen, ob ihr überhaupt eine Schwarzzeltkonstruktion aufbauen könnt? Also wir sind relativ frühzeitig auf die Koreaner zugegangen, ab dem Moment, wo eigentlich klar war, dass es wirklich eine Großkonstruktion wird. Und die Hauptpunkte waren tatsächlich der Winddruck in Meeresnähe. Das heißt, man hat sehr früh darüber gesprochen, dass wir aufgrund dieser Nähe starke Winde erwarten. Und deshalb ist unsere Konstruktion nie doppelt hoch geworden. Das heißt, wir haben gesagt, unsere Seitenplatten haben maximal 2 Meter und danach haben wir einen graduellen Anstieg von unserem Hauptdach, wodurch du halt diesen Winddruck reduziert hast. Und wie haben wir den Koreanern das Ganze vermittelt? Ich habe mit denen zusammen eine Art Workshop gemacht. Das heißt, ich habe ihnen das ganze Konstrukt Schwarzmaterial beigebracht von der einzelnen Kotenplane über die Kombination mit einer Kote, eine Jurte und dann halt die einzelnen Konstruktionen. Ja. Mit dem Ende dann auf unsere Konstruktion, die nicht das größte ist, was jemals gebaut wurde, aber schon unter den größeren Konstruktionen mitspielen darf. Und dadurch hat man so ein bisschen die Angst der Koreaner genommen, dass wir zum einen nicht wissen, was wir tun und zum anderen, dass das viel zu gefährlich sei, was de facto nicht der Fall ist. Also wir hatten Leute auch dabei, die 2007 schon, also unser Architekt zum Beispiel hat auch 2007 das erste Black Magic mitgeplant und mitgebaut. Und dadurch hatten wir da absolute Experten im Boot, die auch zum Beispiel die Statik berechnen konnten, die Windkräfte, die wir in die Anker einleiten mussten, berechnen konnten.
Und wir wussten am Schluss einfach sehr genau, wie sich diese Konstruktion verhalten wird und konnten das auch gegenüber den Koreanern kommunizieren. Okay, das klingt ja alles, als hätte es Hand und Fuß. Ich habe das Foodhouse auch gesehen, da also gewackelt hat er nichts, auch wenn es mal ein bisschen windiger war. Und es war auf jeden Fall sehenswert, glaube ich, für alle PfadfinderInnen, die da auf dem Platz waren, einfach mal Schwarzzelt in dieser Größendimension zu sehen und zu sehen, was man aus unserem Plan eigentlich alles machen kann. Mhm. Also den Teil der Pfadfinderkultur habt ihr auf jeden Fall sehr gut transportiert. Bevor wir jetzt zu den anderen Sachen kommen, was bei euch im Foodhouse alles so geboten war, springen wir nochmal zurück zur Vorbereitung. Du hast ja schon verdammt viele Leute gebraucht. Also sowohl in der Vorbereitung, du hast jetzt gesagt, du hast natürlich Hilfe, also ihr hattet einen Architekten, das muss alles berechnet werden, aber es muss eingekauft werden, es muss dann irgendwie gekocht werden und so weiter. Wie bist du das angegangen? Ich bin sehr früh überzeugt davon gewesen, dass man das nicht mit einem einzelnen Kopf realisieren kann. Sehr früh im Prozess kam dann der Markus Denzer mit ins Boot. Wir haben dann zusammen die Co-Spitze gebildet und haben das Foodhouse so strukturiert, dass wir einzelne Funktionsbereiche gebildet haben. Das waren zum Beispiel der Technikbereich, zum Beispiel der Küchenbereich, genauso aber auch die Beschaffung vor Ort, als auch der Innenbereich und programmatische Themen. Hat sich dahingehend bewährt, dass wir für diese einzelnen Bereiche dann wirklich absolute Experten in den einzelnen Feldern finden konnten. Das heißt, wir hatten Gastronomen an Bord, wir hatten professionelle Köche an Bord. In der Technik hatten wir, wie schon erwähnt, Architekten mit dabei, Leute, die sich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mit Schwarzmaterial beschäftigen. Wir hatten Leute dabei, die in unterschiedlichsten Ländern dieser Welt schon auf die Jagd nach Lebensmitteln und unterschiedlichsten Produkten gegangen sind. Und Leute, die wirklich einfach mega Bock auf Programm hatten, die mega Bock hatten, was zu reisen. Von der Anzahl her haben wir ziemlich blauäugig mal die Zahl 50 MitarbeiterInnen definiert. Ohne da groß uns reinzufuchsen, wo da jetzt genau wie viele Menschen benötigt werden, weil es zu diesem frühen Zeitpunkt noch gar nicht möglich war. Und aufgrund dieser Anzahl haben wir dann auch unser Konzept aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir haben unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel in der Küche, die wir nicht mit unendlich viel Manpower besetzen können, wodurch wir vieles auch auf Maschinerie umgemünzt haben. Das heißt, wir hatten große Konvektomaten, wir hatten eine professionelle gastronomische Küche mit entsprechenden Edelstahlflächen, mit entsprechenden Großgeräten. Da war nichts mehr so, wie man das aus der klassischen Lagerküche kennt, sondern das war wirklich kalkuliert auf einen Output an Mahlzeiten von zwischen 2.000 und 3.000 Speisen pro Tag, und das hat auch funktioniert. Okay, das ist super. Und die Leute, die dann dort geholfen haben, das waren ja dann Teile vom IST, also deutsche ISTs, die extra euch zugewiesen waren. Wie habt ihr die dann gefunden? Waren die einfach schon angemeldet und haben gesagt, yay, Foodhouse mache ich? Das war ja, also während der Anmeldephase war es ja noch überhaupt nicht klar, gibt es ein Foodhouse? Das heißt, man konnte sich jetzt nicht, zumindest ganz zu Beginn, nicht explizit als Foodhouse IST anmelden. Wie habt ihr das dann gemacht? Also wir haben gestartet, die IST-Suche, wir haben die IST-Suche gestartet vor dem ersten IST-Treffen. Das heißt, es gab das IST-Treffen Nord, bei dem wurde mit freundlicher Unterstützung des Medienteams ein wunderbarer Trailer gestrickt, der dann im Norden das erste Mal gezeigt wurde, im Süden ein paar Wochen später das zweite Mal, worauf dann relativ viel Resonanz auch bei uns ankam. Das heißt, die IST, die es schon gab, konnten sich dann bei uns melden, und wir haben, um einen Eindruck zu vermitteln, was für Arbeiten auf sie zukommen, entsprechende Steckbriefe geschrieben für die einzelnen Funktionsbereiche. Und dann ergänzend dazu habe ich auch in meinem Freundeskreis oder in diesem Pfadfinder-Kontext die Menschen angesprochen, von denen ich wusste, die hätten da potenziell Bock drauf, / die würde ich gerne dabei wissen. Weil es geht halt schon auch so um das Thema Gruppendynamik. Ja. Bei 50 Menschen, da menschelt es sprichwörtlich. Ja. Und das hat gut geklappt. Wir waren dann September waren wir bei den 50 Menschen angelangt und haben dann auch im,
im Oktober letzten Jahres unser erstes Vorbereitungstreffen gemacht, bei dem es dann wirklich um Konzeptfindung ging. Das heißt, welche Speisen möchten wir machen, welche Schwarzzeltkonstruktion wollen wir ungefähr aufstellen, wie wollen wir uns generell präsentieren. Mhm. Und das wurde im Anschluss dann in diesen Funktionsbereichen durchgeplant und weiterentwickelt, mit entsprechender Vernetzung auch untereinander. Und ja, also wie man es klassischerweise bei Projektarbeit macht, vom Groben ins Feine, bis wir dann wenige Tage vor Jamboree-Beginn so die letzten Stellschrauben noch bedienen durften. Und die allerletzten, die tatsächlich schon auf dem Jamboree dann noch lösen mussten. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit, einer Menge Vorbereitung. Klingt auch nach sehr, sehr viel Absprache, die man so treffen muss. In deiner Position vermutlich auch sehr viel mit den koreanischen PfadfinderInnen vor Ort. Wie lief denn da so die Kommunikation? Vor allem jetzt am Anfang hast du gesagt, mit der Schwarzzeltkonstruktion, das konntest du denen ganz gut erläutern und man konnte sie da ganz gut überzeugen. Aber du sagst auch, kurz bevor es losging, waren da noch Stellschrauben, die man vielleicht eigentlich gar nicht so unbedingt sich gewünscht hätte zu diesem Zeitpunkt. Wie hat das denn geklappt? Also es war so, die Kommunikation mit den Koreanern hat zwei große Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit ist, dass die koreanische Kultur nicht so tickt wie unsere hinsichtlich Kritikäußerung. Mhm. Das heißt, wenn du Probleme, die du hast, kommunizierst, dann gibt es klassischerweise eher das, ja, das kriegen wir hin, da kümmern wir uns um euch. Und zu Beginn hat man das geglaubt. Man hat ja geglaubt, alles klar, sie haben gesagt, sie kümmern sich. Und im Laufe des Prozesses hat man dann gemerkt, naja, aber eigentlich haben sie die Frage nicht richtig verstanden, haben sich um etwas gekümmert, das dann aber de facto das Falsche war. Okay. Das heißt, dort gab es viele Wiederholungen, viele Schleifen, die man drehen musste, bis dann einzelne kleine Probleme gelöst wurden. Das zweite Thema war, dass die Kommunikation als solche schwer war, weil wir waren mit unserem Konzept und mit unserem Schwarzmaterial waren wir die bunten Vögel am Platz. Ja, alle anderen Foodhouses hatten fertige Pavillons, die man mieten konnte von der koreanischen Seite. Das heißt, da wussten sie genau, das wird aufgestellt. Dann gab es entsprechende Küchenausstattungspläne und die anderen Foodhouses kamen dort an. Also in Anführungszeichen kamen dort an und alles war fertig. Da lief das auch eher drunter und drüber. Und bei uns war es nochmal ein Stück komplexer, weil wir erst unser Zelt stellen mussten und danach wirklich sehr überlappend die Einrichtung gestellt haben, die Verkabelung, die Verrohrung mit Wasser und Abwasser geschehen ist. Und da gab es schon sehr viele Reibungsverluste, sowohl hinsichtlich der Planung selbst, als auch hinsichtlich der Kostengestaltung, die doch eher fragwürdig gestaltet war hinsichtlich der Größenordnungen. Also bei uns wäre so eine Veranstaltung deutlich, deutlich günstiger geworden. Das hat uns doch sehr kalt erwischt in unserer Kalkulation. Also die Kosten, die die Koreaner dann von euch für Infrastruktur und so weiter in Rechnung gestellt haben und dann haben wollten, das war, genau, richtig. War das vorher dann gar nicht kommuniziert? Oder ist es einfach so teurer geworden? Es waren andere Zahlen kommuniziert, diese haben sich geändert. Dann wurden Dienstleister gewechselt aus teils unerfindlichen Gründen. Dann gab es quasi diese Schleife der Erläuterungen nochmal, weil plötzlich eine neue Firma aktiv wurde. Und das hat uns einfach extrem viel Zeit gekostet, die wir so nicht einkalkuliert hatten. Ja, das bedeutet, okay, das verstehe ich. Ja. Gleiche Prozesse immer wieder. Das war zermürbend, wäre ein schönes Adjektiv, ein schönes Verb dazu. Ihr wart ja deutlich früher am Platz, weil ihr natürlich eine Riesenkonstruktion aufbauen musstet, das Ganze vorbereiten musstet, als wir mit den Teilnehmenden angereist sind von den Akklimatisierungstagen, war der Platz im Endeffekt nicht fertig. Also man hat an vielen Stellen noch gesehen, es fahren Bagger, hier passt was nicht, da passt was nicht. Wie war das bei euch? Als ihr angekommen seid, waren da die Sachen da, die ihr gebraucht habt, oder hat es dann wenigstens, oder wart ihr dann wenigstens fertig, als die Teilnehmenden kamen, oder war das auch schwierig? Also der Zeltlagerplatz war ja so aufgeteilt, dass es
dass es quasi eine linke Seite, eine rechte Seite und so eine Delta Area in der Mitte gab. In dieser Delta Area sehr viel Programmatisches passiert, dort war auch das Headquarter verortet, das GDV und auch diese ganzen Foodhouses. Und dieses Areal, das war vom Platz her besser wie die Zeltplätze selbst. Das heißt, insbesondere in dieser Foodhouse Area hatten wir im Endeffekt einen verdichteten Schotterplatz. Das heißt, wir hatten ein bisschen bessere Verhältnisse wie auf den Zeltlagerplätzen. Aber wir hatten zum Beispiel das Problem, dass der Hochseekontainer schlicht und ergreifend noch nicht da war. Okay. Das heißt, wir kamen an, aber wir hatten gar kein Material, mit dem wir starten konnten. Das heißt, wir haben dann andere Dinge vorgezogen, zum Beispiel ein Health-Check-up für unsere Küchenmitarbeiter. Wir haben die Vermessung vor Ort gestartet. Das heißt, wir hatten entsprechende CAD-Pläne, mit denen wir unsere Mittelpfosten schon auf dem Platz einmessen konnten. Und dadurch haben wir Arbeiten vorgezogen, die wir eigentlich erst parallel ablaufen hätten lassen. Und das hat unseren Zeitplan schon ein paar Tage verzögert. Und dann gab es noch unterschiedliche Problemchen, die so aufkamen. Die Zentralwasserleitung, die unter unserem Platz plötzlich in die Luft geflogen ist. Ein kleiner Geysir, der entstanden ist. Vom wirklich extrem heißen Wetter ganz abgesehen, weil alles, was wir getan haben, war körperliche Schwerstarbeit. Und dadurch konntest du halt nicht durcharbeiten, wie du es bei uns konntest. Das heißt, wir hatten teilweise Tage oder Zeiträume, da konntest du 10 Minuten arbeiten und musstest dann, wenn man ehrlich ist, eine halbe bis dreiviertel Stunde ruhen, weil das der Körper nicht mitgemacht hat. Ja. Und das hat vieles vom Zeitplan nach hinten verzögert, bis wir dann tatsächlich öffnen konnten am vierten Abend war bei uns die Öffnung, oder am dritten Abend. Ich glaube am dritten Abend. Das hat uns einfach ein paar Tage Zeit gekostet. Aber ihr habt eröffnet. Ich war mehrfach dort. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Wie war denn die Eröffnung ist und auch dann, als alles so angelaufen ist? Ist das Deutsche Foodhouse gut angenommen worden? Also die Eröffnung selbst hat wirklich, wie man das so kennt, es gab dann so die letzte Taktung, die letzten Stunden. Und anderthalb Stunden bevor es losging, habe ich einen Anruf bekommen, euer alkoholfreies Bier wurde geliefert. Das heißt, ich bin einmal kurz hochgewetzt ins IST-Camp. Das sind ungefähr 30 Minuten. Das war lange. Strammer Fußmarsch bei angenehmen 34 Grad im Schatten. Ganz kurz, 30 Minuten ist verdammt schnell. Also ich habe jedes Mal fast eine Stunde dahinter gebraucht. Ja, das war fies. Ja. Dann habe ich dort ein Bündel Geld, netten ISTs in die Hand gedrückt, damit die den Gabelstaplerfahrer bezahlen, die unser alkoholfreies Bier abgeladen haben. Bin wieder zurückgewetzt und dann war im Endeffekt Start, also unsere Eröffnung. Und als ich gegangen bin, waren noch Stunden an Arbeit zu tun, gefühlt. Und ich kam zurück und es war alles fertig. Und warum ist das passiert? Weil wir einfach ein bombastisch toll funktionierendes Team hatten, das einfach miteinander Hand in Hand gearbeitet hat, insbesondere in stressigen Situationen und insbesondere in Situationen, in denen es wirklich gegolten hat, wo es dann auf die Minute ankam. Und wir haben behauptet, wir öffnen um 6. Da standen natürlich alle vor der Tür, weil deutsche Pünktlichkeit und so. Wir haben dann, ich glaube, 6 nach 6 geöffnet. Also wir waren relativ spät dran. Aber die Leute sind dann wirklich bei uns ins Tor eingeströmt und es war ein total tolles Gefühl. Weil das der Moment war, wo du dann wusstest, hey, das Zelt steht, die Küche läuft und wir können endlich Gäste bewirten, wofür wir das anderthalb Jahre gemacht haben. Mega cool. Das freut mich zu hören. Ja. Während der ganzen Zeit im Foodhouse, aber auch auf dem Jamboree, was würdest du sagen, was war dein bestes Erlebnis? Ich würde tatsächlich sagen, mit diesen Momenten, wo man kurz mal verweilend im Foodhouse stehen konnte, knallvoll, Menschen bestellen, die Küche geht ab, irgendwo, du hast so dieses Gewusel an Menschen, die arbeiten, die konsumieren, die auch da sitzen, zusammen Gitarre spielen und einfach dieses Schwarzzelt genießen mit all dem, was wir bei uns aus der Pfadfinderei kennen, also wie das klassische Lagerleben. Und das auf der internationalen Bühne zu zeigen, was bei uns Pfadfinder sein bedeutet in diesem Kontext, das war total toll, weil genau dafür haben wir es gemacht. Und das dann noch in Kombination mit meinem Team geht es so gut, wie es in diesen klimatischen Verhältnissen gehen kann. Also wir hatten keine echten Ausfälle, wir hatten
kleinere Blessuren, aber ich bin Gott froh, dass niemand wirklich ausgefallen ist, was dem Team zu verdanken ist. Also am Schluss, das Bild, das die meisten von mir hatten, war, ich saß irgendwo rum, habe telefoniert die ganze Zeit, weil ich irgendwelche Sachen geregelt habe und dann kam jemand ums Eck, hat mir eine Wasserflasche in die Hand gedrückt, weil ich wieder irgendwie zu wenig getrunken hatte. Andere kamen einfach her, haben mir den Arm vollgesprüht mit Sonnencreme, weil du das einfach als Leitung komplett aus den Augen verloren hast. Und umgekehrt war das auch im Team, dieser Zusammenhalt, total toll. Man hat sich umeinander gekümmert und man hat einfach geschaut, dass das Gesamtprojekt fliegt. Das war richtig gut. Perfekt. Ihr habt mit den ISCs da einiges gerockt. Krass. Definitiv. An der Stelle auch einfach mal Danke an euch. Danke, dass ihr deutsches Pfadfinder nach Korea gebracht habt und der ganzen Welt zeigen konntet, was Schwarzzelte sind, was unser Pfadfinder so ausmacht, gleichzeitig aber auch den deutschen PfadfinderInnen und TeilnehmerInnen so ein bisschen zu Hause gegeben habt. Mhm. Also gerade am Anfang die ganzen Deutschen, die dann so ihr deutsches Brot, Butterbrot gegessen haben, das tut schon immer ganz gut. Ja. Das ist an der Stelle einfach mal Respekt an alle, die da mitgemacht haben. Ihr werdet das vielleicht irgendwann auf YouTube sehen. Danke an euch, danke an das Foodhouse-Team. Vielen, vielen Dank. Abschließend noch einen großen, großen Dank an unsere unterschiedlichen Sponsoren. Wir hatten unterschiedliche Firmen am Start. Wir hatten zum Beispiel die Firma New Seed, das ist ein Verwerter von Kletterseilen. Die haben uns freundlicherweise über 2,5 Kilometer Seil zur Verfügung gestellt, die in unsere Dachkonstruktion eingeflossen ist. Wir hatten die Firma Mauser am Start, die uns aus Edelstahl unsere Theken zur Verfügung gestellt hat, gratis alles. Wir hatten die Firma Krombacher am Start, die uns im großen Stil extrem fair und kollegial unterstützt hat, mit am Schluss einer gigantischen Lieferung von alkoholfreiem Bier, die ISTs international versorgt haben, die auch uns einfach nochmal wirklich in Anführungszeichen, wenn es länger gegangen wäre, aus den Karren aus dem Dreck gezogen hätte noch. Da geht inzwischen die Restbierbestände gingen an die Gastarbeiterschaft Bangladeschs. Das heißt, auch da hatten wir das große Glück, dass wir das sauber verwerten konnten und damit noch was Gutes tun konnten. Wir hatten unterschiedliche Handwerkerfirmen, die uns mit Werkzeug unterstützt haben. Wir hatten, was hatten wir noch alles? Die Firma F&F hat uns unterstützt mit der ganzen Organisation, mit dem Schwarzmaterial. Das kommt jetzt auch noch in den Verkauf. Also wir werden das Schwarzmaterial wieder verkaufen im Abschluss. Und all die anderen, die uns auch seelisch und moralisch unterstützt haben, indem sie uns unter die Arme gegriffen haben bei Problemstellungen, die wir hatten und mit Rat und Tat zur Seite standen bei all diesen Unwägbarkeiten, die wir hatten. Also vielen, vielen Dank an alle dort draußen, die uns hier unterstützt haben und die uns unter die Arme gegriffen haben. Vielen Dank. Dem kann ich mich anschließen. Auch von unserer Seite geht auch rückt mal ein Dank raus. Unwägbarkeiten, lange hattet ihr nicht geöffnet. Es war, uns hat es ja tatsächlich alle samt kalt erwischt mit dieser Taifunwarnung. Wie kam das Ganze bei euch so an? Als so die Meldung kam, okay, wir müssen hier alle vom Platz runter, wir haben noch einen Tag Zeit. Konntest du das deinem Team vermitteln? Also es ist halt dahingehend bitter, dass wir jetzt trotz all dieser Bemühungen und Vorbereitungszeit de facto einen einzigen vollen Tag geöffnet hatten. Und das hat dazu geführt, dass wir leider Gottes auch finanziell jetzt relativ schwach dastehen werden. Aber das Team hat es dahingehend gut mittragen können, weil wir einfach einen tollen Zusammenhalt hatten und die Begründung schon auch eindeutig war. Wir hätten das Problem mit dem Taifun logischerweise gehabt, wie alle anderen auch. Das war indiskutabel. Und für den Abbau hatten wir eigentlich knappe 3 Tage angesetzt. Wir haben den gesamten Abbau in einem ehrlichen Tag gemacht. Das hat nur funktioniert, weil wirklich alle Hände mit angepackt haben. Wir haben auf der einen Seite angefangen, wir haben auf der anderen Seite noch 80 Schweinebraten zubereitet, weil uns sonst das Fleisch verdorben wäre, haben das an die Units ausgegeben, die dann noch ein tolles Abendessen hatten. Das ging nur, weil wirklich alle mitgemacht haben. Also komplett losgelöst von regulären IST-Arbeitszeiten. Man kann das nur wiederholen. Wir hatten ein bombastisch tolles Team,
das einfach funktioniert hat. Das stimmt. Es war faszinierend, wie schnell dieses Zelt dann wieder verräumt war, in den Containern verstaut war. Und trotzdem, hier in der Universität, wo wir jetzt gerade sind, sind ja viele der Foodhouse-ISTs oder insgesamt die ISTs sind ja hier auch. Lange Gesichter habe ich trotzdem sehr wenig gesehen. Also sie haben es alle sehr, sehr gut genommen. Und ja, ich glaube, alle wissen, dass da keiner jetzt was dafür kann. Aber nach dem Jamboree ist vor dem Jamboree. Wie schaut's aus? Polen? Das ist das Jahr 2023. Ich sage nichts zu. Denn die Anstrengungen stecken mir in den Knochen und auch in meinem Privatleben. Es waren viele Stunden, Abende, Nächte, die da reingeflossen sind. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Freunde befeuern und mal wieder so das eigene Normalprivatleben. Erstmal wieder durchatmen. Mal wieder durchatmen, die kleine Delfintherapie jetzt nach dem Jamboree durchleben und dann geht mal wieder was los. Es wäre natürlich super, wenn wir in Polen auf dem nächsten Jamboree auch wieder ein tolles Black Magic Foodhouse haben. Bin gespannt, was dann deine Entscheidung sein wird. Auf jeden Fall cool, was ihr hier alles gestemmt habt. Und ja, ich sehe schon, du hast mir da was mitgebracht. Es ist so, wir hatten im Jambo Live, hatten wir begonnen und hatten das Headquarter hier und haben hier so ein dreieckiges Badge von denen bekommen. Dann hatten wir auch das GDV schon da, ja, und haben da den Ecobitaler bekommen und irgendwie fehlt da noch was. Und ich glaube, yeah, das ist das deutsche Foodhouse. Damit kriegen wir, es ist schwer, das zu halten, damit kriegen wir tatsächlich unseren Badge fürs Jambo Live komplett. Auch das Foodhouse war jetzt da. Wir haben alle großen, ich würde es jetzt fast mal als Logistikbereiche bezeichnen, mit drin, die wirklich von zu Hause ganz, ganz viel gearbeitet haben. Deutsches Pfadfinden mit nach Korea gebracht haben und ja, sich hier eingebracht haben. Und ich freue mich, dass wir das auch im Jambo Live soweit abbilden konnten. Ich danke dir, lieber Flo, dass du hier warst, dich mit mir unterhalten hast und dass du immer noch lächeln kannst und auch irgendwie mit einem Schmunzeln darüber erzählen kannst, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das manchmal echt ganz schön hart war. Aber wir haben es fast geschafft. Morgen ist die Closing Ceremony. Dabei wünsche ich dir und deinem Team ganz, ganz viel Spaß. Und ja, genießt einfach den letzten Abend, den Abschluss. Und euch zu Hause in Deutschland, wenn ihr das seht. Fabi hat gerade schon wild den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, morgen ist die Closing Ceremony. Ja, tatsächlich senden wir ja, ich habe es am Anfang gesagt, heute nicht live. Es ist ein Jambo fast live. Wir haben hier in Suwon aufgezeichnet und werden die aufgezeichneten Folgen dann in den nächsten Tagen noch veröffentlichen. Was würdest du sagen, Flo, ganz zum Schluss? Werbung für ISTs nach Polen, Foodhouse, wäre schon ein cooler Job, oder? Würdest du es empfehlen? Also definitiv, kommt ins Foodhouse, mega abwechslungsreich, auch eine Challenge und eine Weiterentwicklung für alle Menschen, sei es, wenn es um die Großgastro geht, sei es auch, wenn es um wirklich Schwarzzelt-Großkonstruktionen geht, toller Teamzusammenhalt und ja, es war toll. Also gerne mit allen sprechen, die dabei waren. Und in der Ostsee gibt es auch keine Taifune. Ist ja auch ganz gut. Polen hat weniger Taifune, richtig. Genau. Damit verabschieden wir uns für heute. Danke dir, Flo. Danke euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Jambo Fast Live oder Jambo Live spätestens in Polen dann wieder. Sehr schön.